Und ob Edna jetzt begeistert von der Fußnagelaktion ist, finden wir gemeinsam raus in der nächsten Folge hier bei Edna bricht aus. Hier ist wieder euer G. Schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen hier. Und schauen wir mal, das Fußnagelthema müsste ja irgendwo Hintertür Nachbarn Artikel 2, genau das. Erzähl mir jetzt zuerst das mit Alfred. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. So, und jetzt kommen wir zu einer richtig wichtigen Infos. Dem Fußnagel. Rat mal was, der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Aber haben wir denn jetzt einen? Oder muss ich auf sie wechseln? Macht das einen Unterschied? Ja. Okay, wow. Okay. Bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Und da war es auch schon wieder vorbei. Stopp, noch nicht zurück. Tja, liebe Edna. Da sind wir wieder. In der traurigen Gegenwart. Nein. In der Gummizelle. Verfluch. Gefangen. Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Wie? Harvey 1? Wieso steht da Harvey 1? Was soll Harvey 1 bedeuten? Schauen wir mal. Ach, das ist die Erinnerung quasi, oder was? Ach so. Harvey hat mir beigebracht, Fußnägel zu Alles klar. Mein Held. Mein Held. So. Ja nun, dann wenden wir mal unser gelerntes Wissen hier an. Hä? Das klappt so nicht. Was? Ist der Fußnagel kaputt gegangen? Mein Gott, Gott sei Dank haben wir noch mehr. Gut! Und nun? Kann hier nicht weiter interagieren tatsächlich? Eventuell mit Harvey. Warum kann ich hier jetzt nichts tun? Zelle. Kaputte Stuhlbein da vielleicht reinstecken? Okay, nein. Oh, das ist jetzt allerdings interessant. Warte mal ganz kurz, lasst uns mal kurz mit Harvey quatschen. Hallo Harvey. Hallo Edna. Was gibt's? Okay. Ach, nichts. Aber ich kann ihn benutzen, oder? Das klappt so nicht. Auch wieder wahr. Kann ja gar nicht klappen. Okay, hier ist aktuell nichts, mit dem ich interagieren jetzt weiter kann. Vielleicht müssen wir doch noch was finden hier. Wir schauen mal.
Es gibt ja nichts, was wir lieber tun würden, als wie zu schlitzen. Keine weiteren Polster. Nun. Freiheit! Freiheit! Ich will hier raus. Vergiss es. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade. Kein Kratzer. Tja. Warte mal, kann ich? Nee, kann ich nicht. Ja, aber warum? Ich kann hier nichts tun. Das zeigt ja auch... Aber... Ich frage mich, was passiert, stopp, wenn da ich war doch was. Da reinstecke. Nein, nicht. Nein, du nicht hinterher den Ventilator kaputt machen. Oh, wow. Der zeigt echt nur da unten was an. Oh, wie frech ist das denn? Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Harvey, willst du uns helfen? Nein. Harvey ist mein bester Freund. Oh, gut, hätte ja sein können. Das ist in etwa, was eine Currywurst kurz vor ihrem Ableben zu sehen bekommt. Das ist in etwa... Ja, eben verdrückt, sorry. Oh, Herr der Rotation. Wirst du mich passieren lassen? Im Stück. Oh, wow. Ich frage... Hat man schon. Oh, sieh nur, Harvey. Ein Ventilator mit messerscharfen Blättern, die sich mit tödlicher Geschwindigkeit drehen. Der passt genau in meine Sammlung aus Landminen und fliegenden Rasierklingen. Was denkst du? Soll ich den nehmen? Harvey? Ich überlege noch. Ja, nun. Sieh mal, Harvey, ich habe... Ja, okay, Stuhlspitzer, okay. Scheiße, jetzt haben wir wieder verdrückt. Ja. Hatten wir alle Harvey? Schon. Ja, ha. Das ist in etwa, was eine Currywurst... Nein, wie oft kann man sie verdrücken? So. Oh, gut, den Fußnagel habe ich somit auch geschreddert. Ja, nun, aber... Gut, wir wissen, der Ventilator zeigt was an, aber wir können nicht wirklich was Sinnvolles tun damit. Hey, Harvey, willst du Notaufnahme spielen? Was ist, wenn wir den Stuhl reinstecken? Ich frage für einen Freund. Wieso? Er ist kaputt. Ja, eben. Da setze ich mich nicht mehr drauf. Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Jetzt ist mir doch ein wenig Ach, frisch. Ach, das ist die Klimaanlage. Kannst du die bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Ah, ich verstehe. Wenn die nicht angewiesen wäre, hätte ich den Ventilator gar nicht gefunden, weil es nicht durch das Gebläse, weil sie das nicht auf... Also, der Spalt gar nicht so groß werden wurde. Jetzt muss es aber schaffen, dass es die wieder ausschaltet. Okay. Lass mich raus. Das ist ein Notfall. Oh, wirklich? Es ist viel zu kühl hier drin. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Mir ist ein wenig schwindelig. Ich habe dir doch schon die Klimaanlage angeschaltet. Mehr kann ich nun wirklich nicht für dich tun. Frech. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich muss mal auf die Toilette Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt?
wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Ja. Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja. Sehr gut. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Okay. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Es ist viel zu kühl hier drin. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die und ich mit... Okay, ja, es sag viel, kannst immer du, nein, und ich mit dasselbe, okay. Oh, ich hab mich geirrt. Doch, okay. Notfall. Umso besser. Noch was? Tja, nun... Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Okay. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnt ihr nicht einmal mehr zum Klo gehen. Oh, wow. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Ja. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Okay, ja nun. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt? Yep. Hast du, ja. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha, glaubst du etwa einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit. So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Jetzt wisst ihr Bescheid. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Ach, du heiliger Bimbam. An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Okay. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nichts. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt, nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Ja, fast. Fast. Nein, aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Yep. Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Was weißt du über ihn?
Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Wow. Oh Mann. Ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Genug gelacht. Was das jetzt oder willst du noch was wissen? Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Oha. Mein armer Vater. Zart beseitet, der Gute. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Aha. Dankeschön, mein Freund. Vielen, vielen lieben Dank. Na bitte. Ist halt nur spannend, dass es die letzte Option war. Wir haben halt alles durchquatscht, ne? Und das war die letzte Option. Ja, nun. Okay, cool. Ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit Harvey. Und... Ja. Jawohl. Rein in den Schacht. Geil. Kann ich den mitnehmen? Nein, er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Richtig. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oh Gott, oder ist wir das versuchen süß. Einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Okay, zu cool. Zu gut das Ganze. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Okay, hier hat sich schon jemand rausgraben versucht. Es ging offensichtlich schief. Stell dir mir übrigens sehr schwierig vor, so einen Tunnel hier zu graben und dabei irgendwie gerade, waagerecht, whatever zu bleiben. Also ich glaube, man stellt sich das einfacher vor, als es dann tatsächlich ist. So, hier geht es auf jeden Fall in ein Rohr und hier haben wir noch das Gitter. Damit können wir auf jeden Fall nur interagieren. Aha. Dr. Marcell und Hulgor sind gegangen. Ich würde aber da gern länger schauen. Dr. Marcell. Kann ich nicht. Ja, habe ich mitbekommen. Hallo! Oh, wow. Psst. Was tust du? Willst du uns verraten? Wieso? Dr. Marcell und Hulgor sind gegangen. Sie selbst. Oh, Mann. Fest. Nach Fest kommt ab, ihr wisst Bescheid. Fest. Aber in dem Fall nicht. Okay. Schon wieder ein Gitter, Harvey. Und? Soll ich dir jetzt die Zehennägel auch noch vorkauen? Ja, warum nicht? Aber das wird mir ja hier jetzt nichts bringen, oder? Dr. Marcell und Hulgor sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Oh, doch. Und dann werde ich richtig gut darin. Okay, gut. Das war lucky, dass wir das probiert haben oder dass dieser Hinweis kam. Ich werde jetzt einfach weitergehen, weil keine Schrauben hier angezeigt waren. Okay. Wow, es ist so unfassbar viel hier. Ein stromlinienförmiger Stift. Den nehmen wir gleich mal direkt mit. Ganz klar.
Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Genau, ich rufe nur kurz meinen Spielzeug an. Wofür kann ich das aufmachen, wenn ich... Warte mal, kann ich den Stuhl wegrutschen? Ist doch verdächtig. Den will ich gar nicht nehmen. Warum nicht? Da hat doch Dr. Marcel drauf gesessen. Es ist trotzdem verdächtig. Nein, das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcels Schoß sitzen. Hallo Stuhl. Hallo mein Kind. Wie geht es? Setz dich doch, mein Kind. Okay. Schreibtisch. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcels Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Ja, ich weiß, aber erst... Ich habe keinen Anknopf gefunden. Das ist bitter. Lexikon, das. Lexikons, Plural Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Okay, haben wir auch mit. Hier haben wir noch Fotos. Ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Ich will kein Foto mitnehmen, auf dem ich unglücklich aussehe. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Also doch. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Aha. Das ist doch mein Vater auf dem Foto. Ja. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Mörder gefasst in der Pussy Bear Observer. In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mathis Konrad den Behörden, obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe, in diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seine Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, überantwortet wird. Okay. Moment, ich würde da nochmal gern drauf gucken. Ah ne, kann ich nicht. Ach, die kann vielleicht den Kugelschreiber benutzen. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Ich hätte auch gerne so eine markante Unterschrift. Warte mal, da war doch was. Aha. Was? Also, an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Ja, schade. Du hältst dich wohl... Darauf hat schon wir unterschrieben. Warte mal, nee, so. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool. Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna. Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna. Wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit deinem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen.
Ich würde mal sagen, das Lexikon eventuell, ne? Ich würde aber trotzdem gerne noch was probieren. Nein, es ist zwar alles gelogen, aber immerhin ist es ein Hinweis auf meine Vergangenheit. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Ein Meisterstück. Ein Poloschläger. Sehr gut. Jetzt haben wir hier aber alles gesehen. Und bevor ich hier noch weitermache, würde ich gerne noch schön schauen, ob ich in das Rohr auch noch rein kann. Ach, tatsächlich. Sieh einer an. Aber hier scheint auch gar nicht viel zu sein. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Zu. War ja klar. Irgendwie schon, ja. Freiheit. Freiheit! Ja, fast. Wie viele Fußnägel haben wir eigentlich? Frag für einen Freund. Ja, das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Schade. Schade, 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 würde ich mal sagen. Okay. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Freiheit. Freiheit! Ach, der kleine William Wallace. Okay, alles klärchen. Alles klärchen, das passt doch wunderbar. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, ob wir Harvey auf das Lexikon anwenden können. Willst du etwas lesen, Harvey? Hast du keinen Comic? Okay, nee, das hat... Oh, ich dachte eigentlich, das klappt. Polo spielt man zu Pferd, nicht zu Haas. Oh, wow. Soll ich dir ein Tattoo malen, Harvey? Oh ja, oh ja, oh ja. Kannst du mir einen chinesischen Drachen auf die Schultern malen? Leider nein. Dein Rücken ist einfach zu fusselig. Guck mal, Harvey, der Doktor hat ganz schön viele Pokale. Die hat er sich wahrscheinlich selbst gebastelt. Was hältst du davon, Harvey? Ich erinnere mich an diesen hässlichen Jungen. Reicht es für eine Rückblende? An diesen dämlichen Alfred will ich mich gar nicht erinnern. Sieh mal, Harvey. Das ist mein Vater da auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das kann doch nur eine Zeitungsente sein. Weißt du etwas darüber? Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Seltsam. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Als wäre da ein schwarzer Fleck auf meiner Erinnerung. Ich muss unbedingt herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Mein Vater ist unschuldig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Eins nach dem anderen. Erst müssen wir hier raus. Dann beweisen wir die Unschuld deines Vaters. Gut, Mama. Alles klar. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Okay. Ich werde doch meinen besten Kumpel nicht verbrennen. Alles klärchen. Gut, 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 gut. Warte, mein Schreibtisch könnte man noch probieren, aber ich denke nicht. Sieh nur, Harvey. Dr. Marcells Schreibtisch. Lass uns auf die Schreibfläche pupsen. Das klingt doch am Plan. Okay, alles klärchen. Dann werden wir bei der Tür rausmarschieren. Und zwar in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns. Es bleibt spannend. Bis dann, ihr Lieben.